Hi, ich bin Nino. Ich bin Mommy. Und wir möchten euch heute das Spiel Boomerang Fu vorstellen. Das ist in der Computerspielschule mega gut angekommen. Und da ein Bild mehr sagt als 1000 Worte, zeigen wir euch jetzt ein paar Ausschnitte. Jetzt fangen wir mit der Charakterwahl an. Ich werde der Toast sein, weil der sieht immer ganz lustig aus, wenn er mit dem Boomerang durchstoßen wird. Ich bin ein Fan von Milch, deswegen Milch. Ich nicht, weil ich habe Laktoseintoleranz. Ja, das Spiel ist ziemlich simpel aufgebaut. Man kann springen, man kann schlagen, also einen Hieb geben, und man kann seinen Boomerang werfen. Und das Ziel ist es, die anderen Spieler zu zerschnetzeln. Kurz gesagt. Das ist jetzt die Aufwärmrunde. Ah. Ach, man springt unten. Wow. Okay. Ich stirb. Zerschnetzel. Komm her. Na, na. Yay. Oder man wirft den anderen einfach ins Gesicht. Man kann nur die Leute mit dem Boomerang zerschnetzeln, oder? Ja, du kannst entweder schlagen oder halt, ne? Oh. Ha! Ha! Wie? Tja, du bist halt einfach zu schlecht. Ja, richtig witzig wird zuerst mit den Power-Ups, die hoffentlich... Ah, da kommt sie jetzt. Ah, nein! Okay, das ist relativ nutzlos, weil wenn man stehen bleibt... Was hast du für Kleidung? Wird man zu einer beliebigen Requisite auf dem Feld, aber zu zweit ist es natürlich einfach entdeckt zu werden. Das ist der Abpraller. War natürlich geplant. Man kann das mit wie vielen Leuten spielen? Mit 6? Also das, auf der Switch mit bis zu 6 normal, auf dem PC mit bis zu 4, glaube ich. Nein! Oh mein Gott! Oh. Noch mehr. Der Bots, jawohl. Ja, okay. Ja, so, oder? Ja, komm, wir probieren's. So, ich spiel jetzt die Karotte. Ich bin Sushi. Sushi. Sushi drin? Ich glaube im europäischen Sushi. Europäisches Sushi. Zur europäischen Version. Oh, ja. Hast du dich umgebracht? Ja, kurz. Ich wollte einen kurzen Vorsprung geben. Kaffee. Ich glaube, die sind besser als wir. Ah lol, wir sind schon beide tot. Ja. In der Aufwärmrunde. Ja, in der Aufwärmrunde. Ist ja in der Aufwärmrunde, weißt du? Ist ja gut, ist ja das Gute. Boah. Alter, der Toast. Boah, okay. Das sieht ziemlich schlecht aus für uns, Moment. Oha. Der Toast zieht alle ab. Also man bekommt pro andere Lebensmittel, die man zerstört hat, Punkte. Und da der Toast uns gerade alle komplett auseinander nimmt. Oh, jetzt geht's richtig, jetzt die Metze. Du lebst noch, der ist ein Schild. Okay, jetzt hat er. Ah, verdammt. Das Schild. Nino. Ja. Rampage. Wer ist noch am Leben? Niemand. Niemand. Nicht schlecht. Also, Mamet, wie findest du Boomerang Fu? Also, Boomerang Fu finde ich sehr überzeugend als kurzweiliges Spiel, dass man einen oder mehrere Abende mit seinen Freunden spielen kann. Mhm. Ich finde es auch cool, dass man es mit 6 Leuten spielen kann auf der Switch. Wie viele sind es auf dem PC? Auf dem PC sind es 4 Leute. Was ich daran auch noch cool finde, ist, dass es dieses
Feeling gibt von der Nintendo Wii, wo man auch mit ganz vielen Leuten zusammen immer was gespielt hat, Mario Kart oder Wii Sport und so. Es kommt für mich sehr nah dran an dieses Gefühl. Weil es eben dieses Easy-to-Learn- und Hard-to-Master-Prinzip ist. Also da hat quasi jeder diesen einfachen Einstieg, aber man kann es auch auf einem höheren Level spielen, wenn man ein bisschen dran sitzt. Ja, also falls ihr Lust habt, Boomerang Fu auch mal auszuprobieren, könnt ihr gerne in die Computerspielschule kommen und es mit anderen zusammen spielen. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Sushi.